Ja, Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge Watch Dogs. Wir müssen Jax und Nikki abholen. Ich habe mich so angestrengt, Nikki von allem abzuschirmen. Und jetzt hat sie jemanden getötet. Die ganze verdammte Stadt bricht unter uns zusammen. Ich bringe sie in Sicherheit, bevor es zu spät ist. Na komm. Yolanda sagt, sie hetzt dir die Polizei auf den Hals. Steig ins Auto, na los. Bist du reingelegt worden? Sag es. Ich hab ihn. Diesen Mörder. Ich weiß, wer er ist. Was? Nick, die Zeit ist knapp. Wir müssen los. Jetzt! Komm jetzt! Ich finde ja, wir hängen mehr an der Nichte als die Mutter selbst. Oh, wir werden gesucht. Jax, halt den Kopf schön unten. Okay, warte mal, wo müssen wir hin? Alles klar, wieder nach Pawnee zurück. Okay, cool bleiben. Hinter mir der Heli. Aiden, das sind Polizisten. Verstanden. Ich weiß. Eine Hochleistungspatrouille ist auf dem Weg zur Verdächtigen. Der Polizei, die können uns helfen. Nein, die helfen uns nicht. Warum? Weil sie mich verfolgen. Aber wir können von Damien erzählen. Ich sag ihnen alles, was passiert ist. Nikki, hör zu. Du sagst nichts, wenn sie uns schnappen. Jetzt fahre ich euch zwei erstmal aus der Stadt. Du verschwindest und bleibst unsichtbar. Ich kümmere mich um Damien. Das macht doch keinen Sinn. Wir haben nichts zu verbergen, oder? Du bist das, oder? Du bist der Rächer. Das ist kompliziert. Immer noch keine Spur von ihm. Halten die Augen offen. Oh Mann, so viele Bullen. Auf einmal sind so viele hier. Auf einmal jagen sie uns. Also alles aus den Nachrichten, die Morde, May Stadium, das warst du? Oh Gott. Und seit ich weg bin, was hast du getan, um mich rauszuholen? Nur das, was ich musste. Wir checken jetzt das Gebiet westlich von euch. Okay, bin ich sie los? Ich weiß es nicht. Es sieht aber gut aus. Es wird ruhiger hier. Yep, da drüben ist der Ring. Oh nein, noch eine Sperre da vorne. Alles klar, hier rum. An alle, eine Hochleistungspatrouille ist auf dem Weg zu seinem Standort. Komm schon. Geh mal nördlich von eurer Position nach. Go, 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 go. Ich bin beinahe raus. Wow, und yes. Das war's für heute. Tja, meine Schwester ist nicht begeistert. Eine Eisdiele in der Nähe. 101 Flavors. Alles, was ich kenne, ist in Chicago. Mein Zuhause. Sollen wir von vorne anfangen? Ich dachte, die Dinge hätten sich geändert. Ich hoffte. Die Dinge werden sich ändern. Versprochen. Keine Versprechen mehr, Aiden. Wo sollen wir jetzt hin? Ich werde dich und Jax von hier fortbringen. Und was dann? Wir könnten den Staat verlassen und bei... Nein, sag's mir nicht. Sag es niemandem. Tja, wir haben alles ruiniert. Meine Familie, mein Leben. Ob wir das alles wieder gerade biegen können, ich weiß es nicht.
Es ist vorbei. Für euch zwei. Aber für dich nicht. Schon okay, Jax. Hätte nicht so kommen müssen, aber haben wir eine andere Wahl. Ist alles okay? Weißt du noch, als wir Kinder waren? Und ich dir nachlief? Und du wolltest mich loswerden, aber... Aber ich hab's immer weiter versucht. Ich mochte deine Autos nicht. Oder Hockey. Und deine Freunde waren eklig. Ja. Ich bin dir gefolgt, weil ich dich vergöttert habe. So wie Jackson. Und ich habe nur gehofft, du würdest mich bei dir wollen. Doch irgendwann habe ich nur noch gehofft, dass du dich mal umsiehst. Ich kann nur sagen, es tut mir leid. Aber jetzt folge ich dir nicht mehr. Ich weiß. Okay, Liebling. Verabschiede dich jetzt von Onkel Aiden. Kommst du nicht mit uns? Nein. Dein Onkel bleibt hier. Bye, Jax. So, jetzt sind wir alleine. Jimmy, los, Mann. Ich wette, es kommt ein wichtiger Anruf. Noch ein Konto hier geplündert. Ich hab da was, das Licht auf den Typen wirft, den du suchst. Bist du bereit dafür? Wahrscheinlich nicht. Spiel's trotzdem mal. Ich will, dass Sie etwas für mich überbringen, Mr. Irak. Okay. Gibt's einen Namen und eine Adresse für den Job, Mr. Quinn? Franks und Pierce. Eine deutliche Warnung. Treffen Sie die Familie, wenn es sein muss. Sir, ja, Sir. Was haben Sie getan? Das geht Sie nichts an, Mr. Irak. Tun Sie das. Und ich lasse Sie dafür nächstes Jahr die Auktion leiten. Was für ein eiskalter Hurensohn. Verdammter Quinn. Das sollte nur ein schneller Job werden. Tag der Abrechnung, kein Problem. Scheiß Mafia-Boss. Ich hab dir nicht zu sagen, was du tun sollst, aber nur so am Rande. Quinn hat so ein Wohlfahrtsding am Laufen. In seinem Hotel, dem Merlot. Na, Moment mal, das Hotel gehört dem Alten? Ja, dann ist doch alles völlig Nicky klar. Nicky wird nie zurückkommen. Ich hab sie aus ihrem Haus getrieben. Weg von mir. Aber sie ist sicher. Sie sind beide sicher. Ich weiß, ich könnte sie finden. Aber das werde ich nicht tun. Nicht mehr. Und jetzt Quinn. Lucky Quinn. Er ist an allem schuld. Er ist der Geist, den ich gejagt habe. Der Mann, der den Angriff befahl. Der mein Leben zerstörte und meine Familie. Es war Quinn. Jetzt wird er mir antworten müssen. Moment mal, das ist doch alles völliger Schwachsinn. Ich meine, wenn das Hotel dem alten Mann gehört hat und der so eine ganz große Nummer hier ist, der große Mafia-Boss ist, dann ist doch klar, dass da was passiert. Was hat er denn erwartet? Naja,
wie auch immer. Hier drüben ist die nächste Mission. Und die Szene eben gerade, die Verabschiedung, auch wieder total eiskalt. Aiden ist so ein richtig eiskalter Klotz ohne Emotion. Seine Augen sind völlig leer. Die Schwester heult da rum. Und es war eigentlich ganz gut gesprochen von der Schwester, muss ich schon sagen. Aber Aiden halt, ja, ne, ist klar. Mach's gut. Auf Wiedersehen. Ich bleib hier. Ich will meine Rache. Und tschüss. Also, ich kann mich mit Aiden einfach nicht identifizieren. Mir gefällt er überhaupt nicht als Charakter. Er ist einfach viel zu dünn und zu blass geschrieben, dass er die ganze Story hier tragen kann. Allgemein die ganze Story, ich weiß nicht. Die Welt hier, die sieht super aus. Wirklich, die schönste offene Welt, die ich überhaupt jemals gesehen habe. Viel schöner als GTA und sowas. Aber alles ist so... so leer, ne? Die Story ist leer. Die ganzen Menschen hier sind irgendwie belanglos. Die Charaktere siehst du so gut wie nie. Geordi siehst du dreimal im Spiel. Am Anfang, dann wenn er dein Snipermann wird und dir Rückendeckung gibt. Und dann nochmal bei dem Eiswagen. Und sonst siehst du Geordi nie. Du fährst nie mit irgendjemandem durch die Gegend. Nicht so wie in GTA. Finde ich irgendwie schade. Ja, und Lucky Quinn, den sieht man auch zweimal oder dreimal und er ist der große böse Boss, ne? Dafür, dass der so eine wichtige Rolle spielt, registriert man den kaum. Aber nun, genug beschwert. Jetzt sind wir eh beinahe am Ende. Und jetzt will ich natürlich wissen, wie das Ganze hier ausgeht. Okay, ich bin hier. Kein Weg zurück. Na dann schauen wir mal, was uns hier erwarten wird. Das Merlot Hotel. Hier hat alles begonnen. Wegen diesem Ort ist meine Welt zusammengebrochen. Und wegen Lucky Quinn. Er befahl den Angriff auf mich und meine Familie. Er wird mir sagen, warum. Und danach stirbt er. Ich bin's. Wo bist du? Treffen wir uns. Ich habe immer Geld damit verdient, Infos für andere zu finden. Je schwerer die Infos zu finden waren, desto mehr habe ich verdient. Du hattest ja keine Ahnung. Ich werde das wieder gut machen. Das musst du nicht tun. Es tut mir leid, Aiden. Clara, was läuft da? Was hast du vor? Okay, Clara ist wieder im Rennen. Und wir müssen hier hin. Es tut mir sehr leid, aber ich warne Sie. Politiker können keine kurzen Reden halten. Bevor ich Bürgermeister wurde, sogar bevor ich ein Politiker wurde, Lucky und ich kennen uns lange. Sehr lange. So wie ich Lucky kenne. Komisch, oder nicht? Nachdem ich ihn so lange kenne, benutze ich erst seit ganz kurzer Zeit den Namen Lucky. Wo war ich? Nicht viele wissen, so gut wie ich, wie groß Luckys Herz ist. Er war großzügig zur Stadt. Und nun erstreckt sich seine Wohltätigkeit um die ganze Welt. Seine Barmherzigkeit kennt keine Grenzen.
Ich erhebe mein Glas auf Lucky Quinn. Mayor Rushmore, werte Gäste. Vielen Dank, Bürgermeister. Schönen Abend wünsche ich. Danke für Ihre großzügige Unterstützung. Mein Mann hat Ihnen letztes Jahr eine große Summe gespendet. Ich bin sicher, dieses Jahr spenden wir wieder. Ich muss mal für kleine Jungs. Meine Frau sorgt dafür, dass sie keinen Champagner mehr trinkt. Wohin, 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 wohin? Der Große mit dem Akzent. Nein, nein, du hörst mir einfach nicht. What? Es war letztes Jahr. Ich will raus. Hörst du? Ich will da raus. Glaubst du, ich hätte Zeit für noch mehr Gewinsel? Bandenkriege und dieses gottverdammte Auktionsfiasko. Jetzt sind wir beide im Visier. Du wolltest dieses Amt. Jetzt tu deinen Job. Du wirst sagen, was ich vorsage. Deine Männer haben ihr Rack erwischt. Der Bürgermeister bekämpft die Gangs. Rose wäre so stolz auf dich. Wie kannst du? Gib mir das Drecksvideo. Du bist raus, wenn ich es sage. Die Redezeit ist um. Also verlass mein Hotel. Es gibt weit Wichtigeres als dich. Du ruinierst mich. Das lasse ich mir nicht mehr länger bieten. Hörst du mich? Lucky! Okay, wie komme ich hier ran? Nächste Kamera. Audiolog. Okay, der Alte hat natürlich den Bürgermeister. War ja klar. Die Kleine müssen wir retten. Unbedingt, weil ich ein Gentleman bin. Aber erstmal hier hin. Denn wir müssen mal wieder hacken. So rum. So rüber. Nach oben. So rum. So. Und weiter geht's. Augen auf. Patrouilliert jemand in den Docks? Ja, alles sauber. Himmel, geh mir nicht auf die Nerven. Vielleicht ist der Boss wegen Pier zu besorgt. Wenn Pier braucht, kümmern wir uns um ihn. So einfach ist das. Keine Sorge. Okay, die wollen Clara eliminieren. Was zum? Jemand hat den Alarm ausgelöst. Das ist der Alarm. Sieh nach, was los ist. Und wir gehen rein. Sperrgebiet. Ja, aber war klar, dass sie Clara aus dem Weg räumen wollen. Ich meine, wenn sie das Geld nicht holt, keine Aufträge annimmt. Das ist schon irgendwie alles logisch, ne? Erstmal Geld abheben. Ganz gemütlich ein bisschen Geld abheben. What? So viel Geld. 51.000. Okay, wie komme ich rein? Von oben? Ah, hier drüben. Und schon bin ich drin. Jetzt geht's los. Boah, die Nutte, die Nutte!
Hui. Die Notte stellt ein zu hohes Risiko dar. Wir sollten sie eliminieren. Ich habe keine andere Wahl. Das sehe ich mir mal an. Sie war ein zu hohes Risiko. Ihr habt es alle gesehen. Shit. Das gefällt mir nicht. Komme ich hier durch? Nee, ist rot. Rot bedeutet zu. Alles klar, hier hin. Erstmal schauen, was wir hier so haben. Okay. Audiolog. Mist, unterbrochen. Oh, danke. 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 Geht da rein und findet ihn. Gott verdammt nochmal. Okay, den holen wir. Jetzt wieder hier hin. Ich muss nach Hause. Wo denn, wo denn, wo denn? Guckt nicht so dumm. Macht es einfach. Boah, sind hier viele. Ist nicht zu sehen. Ich will nicht sterben. Verwundeter! No, 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 das darf nicht wahr sein! Jetzt platzt mir der Kragen! Das ist nicht gut! Oh Gott, nein! Runter, Leute, hoch! Alles klar, ich hab ihn! Einfach auf! Noch hab ich keinen Alarm! Ich mies sie alle weg! Leute, runter! Wow. Hui. Okay, ich bin durch. Krass. Nach oben. Flucht da drüben, aber seht euch vor. Ich hab hier nichts. Ich gehe weiter. Oh nein, die sind ja gepanzert, die Jungs. Wo bleibt denn der verdammte Aufzug? Wow! Was glaubst du, was das wird? No, 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 no. Go, go, go! Nach oben! Hui. Pass besser auf, er hat doppelte Wachen. Er erwartet dich wohl. Gut. Sie nehmen Warnungen nicht gern an. Sie sollten doch eigentlich wissen, wann es vorbei ist. Der Hit, den Sie beauftragten. Meine Nichte starb in dem Auto. 6 Jahre alt. Oh. Deshalb also dieser ganze Aufstand? Sie müssen verzeihen. So viele Leute kommen mit ihren kleinen Problemchen zu mir. Ja, da kommt man schon mal durcheinander. Okay, holen wir uns den Hurensohn. Ja, schon gut. Weich ruhig aus, ich krieg dich an, doch. Kamera bringt mir null, aber hier drüben ist noch irgendwas Neues. Eine neue Waffe. Oh. Nice. Den krieg ich. Kein Problem. Ich bin in Position. Mach nur weiter! Ich brauch nur einen guten Treffer! Heil
heilige Scheiße, sind das viele. Alles klar, den hier hätten wir. Ein Schuss tot. Wow, noch bin ich am Leben. Bin gleich soweit. Der Schütze da hinten muss weg. Er ist in Sicht. Ah, so viele Granaten. Deckung, Deckung, Deckung. Geh doch in Deckung, Aiden. Komm schon, stirb. Wo rennen die rum? Yes! So ein Vollidiot. Noch ein Idiot. Wow, Shotgun. Wie kann ich es entriegeln? Hier hin. Ah, oh, shit. Oh nein, noch ein Heli, noch ein verfluchter Heli. Alles klar, den holen wir runter. Ich den so bekommen. Ich bekomme ihn nicht. Ich brauche einen anderen Winkel. Nee, der hängt natürlich super da oben. Aber die Zeit reicht mir nicht. Gibt's doch nicht. Ich krieg den da oben nicht. Alice, wir haben schwere Schäden, sind raus. Alles klar, ich hab ihn. Er flieht. So, jetzt habe ich meine Ruhe. Und jetzt kann ich in Ruhe hier den Entriegelungsschalter suchen.